Ein Gericht hat Amanda Bynes Vormundschaft beendet. In den letzten 9 Jahren galt Mutter Lynn Organ als gesetzlicher Vormund der Schauspielerin. Die Vormundschaft von Amanda Bynes, 36, durch ihre Mutter Lynn Organ ist offiziell beendet. Nach 9 Jahren hat ein Gericht in Oxnard, Kalifornien, dem ehemaligen Schauspielstar am 22. März 2022 seine Unabhängigkeit wiedergegeben. Das berichtet unter anderem die britische Boulevardzeitung The Sun. Amanda Bynes Vormundschaft wurde beendet. Die Anhörung hatte nicht einmal 10 Minuten gedauert. Auch die Eltern von Bynes unterstützten den Antrag. Richter Roger Lund stellte fest, dass Bynes, die unter einer bipolaren Störung leidet, alles getan habe, was das Gericht verlangt hätte und das über einen langen Zeitraum. Die Vormundschaft sei daher nicht mehr erforderlich, erkannte der Richter an. Anschließend gratulierte er Bynes, herzlichen Glückwunsch Ems. Bynes und fantastischer Job von jedem. Bynes fiel 2013 durch ihr Verhalten auf. Die Schauspielerin, etwa bekannt aus Hairspray oder einfach zu haben, war 2013 durch ungewöhnliches Verhalten aufgefallen. Unter anderem hatte sie ein kleines Feuer in einer Einfahrt gelegt. Daraufhin war sie in eine psychiatrische Klinik gekommen, ihre Mutter übernahm die Vormundschaft. Mit dem aufsehenerregenden Prozess um Britney Spears, 40, und deren Vormundschaft hatte Bynes Bestreben übrigens nichts zu tun. Ihr Anwalt David A. Esquibias versicherte TMZ, dass das Ende ihrer Vormundschaft schon seit Jahren geplant gewesen sei.